So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder eine Runde Escape from Tarkov. Ich habe mir gerade eine AK-74 SU geschnappt, so eine billige Weste für ein Magazin und ein bisschen Medic-Stuff und mache mich gerade auf den Weg Richtung Customs. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir hier rauskommen. Bin mal gespannt, was für ein Spawn wir haben. Get ready to rumble. Okay. Der übliche Spawn. Ich bin froh, dass es heute einigermaßen funktioniert. Die Tage immer mal wieder Desync-Probleme des Zornes gehabt. Aber heute geht es tatsächlich einigermaßen. Also von hier aus, wenn ich alleine bin, mache ich mich gern immer links hier an die Wand. In Richtung nach da hinten. Aber Vorsicht, dort ist, können die auch spawnen oder eben schnell hinkommen, je nach Spawn. Dort gibt es aber zwei grüne Kisten. Die schaue ich immer ganz gerne durch. Ich bin ungestört. Jetzt immer mal echt netten Loot. Also ich habe hier schon Scopes gefunden und die Magazine brauche ich jetzt nicht. Was ist das für Munition? Immer wieder verblüffend, wie viele verschiedene Munitionsarten es hier gibt. Also ich kenne mich damit ja viel zu wenig aus. Muss mich aber definitiv mal damit befassen, weil ich es teilweise halt überhaupt nicht blick oder weiß, welche Munition für welchen Fall am besten ist. Brauchen wir jetzt aber auch nicht. Dann gehen wir gleich mal in Richtung Bahnübergang. Also ich werde diesmal nicht über die Brücke gehen, sondern versuche mich links unten durchzuschleichen. Über die Holzbretter. Ah, das sind Schüsse vorne an der Straße. Ach du holy moly. Geht richtig ab, aber vielleicht ist jetzt, wenn hier jemand am Looten ist, entweder schon aufgeschreckt oder. What the fuck? Was war das? Hä, what the fuck? Ich wurde getötet. Bitte was? Wie? Ich habe doch kein Knife oder irgendwas gehört. Und keine Kugeln einschlagen. What the fuck? Okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was war das? Bitte schreibt's in die Kommentare. Ja, ich bin ein bisschen baff jetzt, was das war. Ich würde echt gern mal wissen, was das jetzt war. Ich werde es mir gleich nochmal anschauen. Vielleicht weiß ich es dann, aber bis dahin. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.